Hallo, mein Name ist Zoltán Pitó. Ich bin Direktor der Österreichischen Musikschule in Neuhofen an der IPS, in der ich auch schon seit 25 Jahren unterrichte. Meine Studien habe ich absolviert in München am Münchner Gitarreninstitut, Wien, Wiener Konservatorium, IGP mit Auszeichnung, Jazz, Gitarre, Konzertfach. Meine Unterrichtsfächer sind E-Gitarre, Western-Gitarre, akustische Gitarre, klassische Gitarre. Gesang, Ensemble, Jugendchor und Ukulele. Hier, das niedliche kleine Instrument hier. Ukulele kann man ab 6 Jahren lernen, also ab dem Grundschulalter. Ist ein Harmonie, also Akkorde und Melodieinstrument. Und mein Ziel ist es, dass meine Schülerinnen bereits in der ersten Stunde Songs spielen können. Wenn ich zum Beispiel nur diese drei Saiten, die G-C-E-Seite anspiele, ist es schon ein C-Dur-Akkord. Somit kann ich schon den ersten Song. Ich brauche nicht einmal alles greifen. Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Ding, dang, dong. Gut, ich kann den ersten Song schon auswendig. Wir spielen natürlich auch Pop-Songs, wie zum Beispiel Somewhere over the rainbow. Ein Unterrichtsinhalt, Literatur. Hier ist das Buch Let's Have Fun. Ich habe ein Buch voriges Jahr 2019 herausgebracht. Dieses Buch beinhaltet die gesamte Harmonielehre, Technik, Warm-ups, sogar Songwriting und reicht von Kinderlieder über Gospels, Pop-Songs, Klassik, Spirituals bis Jazz, so ziemlich alles. Und ich spiele euch gleich einmal eine Eigenkomposition Let's Have Fun, Titelsong. Sometimes I play my little Sometimes I play it loud. Sometimes I listen to the waves while watching the passing clouds. Let's have fun, have some fun. Die klassische Gitarre im Vergleich zu der Ukulele ist sie natürlich ein bisschen größer, hat aber schon 6 Nylonsaiten. Kann man aber genauso ab 6 Jahren unterrichten. Dafür gibt es auch verschiedene Bauweisen, zum Beispiel die Viertel, dann halbe, Dreiviertel, Siebenachtel. Und das hier ist zum Beispiel eine Vierviertel-Gitarre. In den ersten Jahren lernen wir in der Elementarstufe hauptsächlich nach Noten. Aber auch natürlich Akkorde und Songbegleitung, wie zum Beispiel Jazz, paint your pictures about how it's gonna be. Bei dieser Gelegenheit gleich anbringen. Bei Gesang gibt es keine Altersgrenze, kann man ab jeder Altersstufe lernen. Was die klassische Gitarre betrifft, ist mein Ziel, dass meine Schülerinnen und meine Schüler selbstständig Songs, Pop-Songs begleiten können. Aber natürlich, wenn wer möchte, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass wir Schüler auf ein Studium vorbereiten. Und dafür gibt es dann auch solche Stücke wie ein Vollholzinstrument, genauso 6 Saiten wie die klassische Gitarre, allerdings aus Stahl. Dafür spielen wir auch mit Plektrum. Man kann genauso mit 6 Jahren auch die E-Gitarre anfangen bei uns in der Musikschule. Man bekommt auch, es ist relativ günstig, ein Set, also mit einem kleinen Verstärker, so bis zu 400 Euro ungefähr. Dafür hat man verschiedene Sounds, wie zum Beispiel hier ein cleaner Sound, Clean Chorus. Auf der E-Gitarre genauso die Grundlagen wie auf der klassischen Gitarre lernen, aber auch sehr viel Begleitung. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler auf Eigenständigkeit zu erziehen, das heißt, dass sie selbstständig Songs raushören können, dass sie verschiedene Stilistiken erlernen, wie zum Beispiel das hier. Wir haben auch die Möglichkeit in der Musikschule Ensemble, das heißt einmal in der Woche Gratisunterricht für Musikschülerinnen und Musikschüler. Und mein Ziel ist es, so viel Live-Erfahrung wie möglich zu sammeln. Viel Spaß, let's have fun!